Genau. So, also was ihr hier seht, für die, die vielleicht jetzt neu reingeschneit sind, die Seite noch gar nicht gesehen haben, wir sind ja heute in dem Vorbereitungstermin für das Audiobarcamp, was nächste Woche am 24. ist, von 10 bis 17 Uhr. Audiobarcamp deswegen, weil wir dann kein Video-Screensharing, also keine Webcams und kein Screensharing haben, sondern nur Audio haben. Thema des Barcamps ist Audio in Organisationen, ähnlich wie letztes Jahr. Wir haben versucht, das mal so ein bisschen aufzuspannen, was da die Themen sein können. Christian und Jochen hatten jetzt auch schon einige Themenkomplexe aufgerissen. Also um all das kann es gehen. Es gibt einen Ticketverkauf, wer noch keins hat, 35 Euro kosten die, kann man hier auf der Webseite sich klicken. Und auch wichtig, hier daneben ist mittlerweile der Button, um Sessions einzureichen. Also wir machen das so wie letztes Jahr auch. Wir machen den Sessionplan vorab schon. Na, damit wir einfach nicht die ganze Planung vorneweg irgendwie im Barcamp machen müssen, weil das ist ziemlich zeitaufwendig virtuell. Da kommt jetzt auch nochmal morgen früh eine Erinnerung als Infomail. Also alle, die jetzt eine Session noch einreichen wollen, können das machen über diese Session-Einreichung. Wir werden am Freitag dann eine erste Version des Programms machen. Letztes Jahr war es so, dass da drei, vier Slots dann noch frei geblieben sind und die haben wir an dem Tag selber dann belegt. Also die können wir dann am 24. noch füllen, wenn da eben noch Platz frei ist. Genau, dann schalte ich hier mal zurück auf meine Folien. Wir haben ja letztes Jahr auch, für die, die dabei waren, so ein bisschen die Metapher einer physischen Location gehabt. Es gibt das Baysense Hotel in Singapur, das ist das, was ihr hier im Hintergrund seht. Das sind drei so große Türme und die sind dadurch gekennzeichnet, dass oben über den ganzen Dach so ein riesen Dachgarten mit Pool läuft. Und wir haben quasi so als Metapher für die Veranstaltung haben wir dieses Hotel genommen. Letztes Jahr waren wir in Mumble, deswegen hieß es Mumble Bay Sands Hotel. Dieses Jahr sind wir in Teams, deswegen haben wir es Teamble Bay Sands Hotel genannt, aber natürlich nur mit Augenzwinkern. Wir haben dieses Jahr ein bisschen anderes Tooling. Wir haben dieses Einreiche, also das Programmmanagement-Tool, was ihr hier links seht, Pre-Talks. Darüber fahren wir die ganze Programmplanung. Also ihr werdet einen Link bekommen zu Pre-Talks. Da drin, Moment, das kann ich auch mal gerade zeigen. Programm ansehen. Na, da drin wird dann nächste Woche, hier sieht man jetzt im Moment nur das Plenum, da werden dann die ganzen Räume parallel sein, da werden die ganzen Sessions drin sein und da werdet ihr dann auch quasi in den Sessions, das ist jetzt hier ein Beispiel, hier werden die Einwahllinks sein. Also das ist sozusagen der Ort, wo ihr dann an einer Stelle über einen Link quasi auf alle Programmelemente Zugriff habt. Die Räume werden dann so heißen, wie die Sponsoren heißen. Wir werden so ein klassisches Stundenraster haben, also immer zur vollen Stunde startet eine Session. Die Sessions sind, wie man es von Barcamps kennt, 45 Minuten. Nach jetziger Planung sind vier parallel und vier Runden hintereinander, also 16 Sessions insgesamt. Genau, die Sessions an sich, die sind alle in Teams. Teams wird so konfiguriert sein, dass kein Screenshare und kein Video geht. Also wundert euch nicht, wenn ihr Teams so normalerweise kennt, warum auf einmal sich der Kameraknopf nicht drücken lässt. Na, das hat sich ja letztes Jahr bewährt, quasi mal so ein Barcamp wirklich zu machen in Audio, dass man sich zuhört. Klar, an der einen oder anderen Stelle würde man wünschen, da auch mal was zu zeigen. Aber im Feedback war es doch so, dass man gesagt hat, es gibt so viele Barcamps, die ganz normal mit Videokonferenzen funktionieren und auch schon einige wieder, die angekündigt haben, sie wollen draußen unterwegs sein. Deswegen haben wir gesagt, machen wir das wieder in Audio-only. Und was wir letztes Jahr hatten, nämlich dieser Dachgartenbereich mit Bar, da haben wir uns auch was überlegt. Und das ist dann vielleicht heute für den Test auch wichtig, nämlich Spatial Chat zu verwenden. Da wird dann nachher Doris nochmal was dazu sagen. Das ist ein Tool, wo man sich frei drin bewegen kann. Ihr kennt vielleicht Wander oder Gather oder Work Adventure. Also das ist ein Tool von dieser Art, was sich durch zwei Eigenheiten auszeichnet. Deswegen haben wir es ausgewählt. Die eine Eigenheit ist, man kann es so konfigurieren, dass kein Video da drin geht. Also auch unser Dachgarten ist Audio-only. Die zweite Eigenheit ist, dass es ganz gut auf Smartphones funktioniert. Also viele dieser 2D- oder 3D-Tools, weiß nicht, ob ihr da mal mit ausprobiert habt, finde ich, funktionieren relativ schlecht auf dem Smartphone. Spatial Chat funktioniert da ganz gut, sodass eben der oder diejenige von euch, die da sozusagen mobil drin sind, auf dem Handy, dann eben auf iOS mit Safari oder auf dem Android
mit einem Chrome oder einem Firefox eben sich auch drin bewegen können. Ist nicht ganz so komfortabel wie am Desktop, aber es funktioniert zumindest, was viele andere Tools nicht tun. Genau, jetzt für den Soundcheck heute, also wir haben ja so wie letztes Jahr, ist die Idee, dass ihr heute einfach mal ausprobieren könnt. Ne? Also ich sage jetzt mal, diese Teilnahme in Microsoft Teams, das ist ja recht einfach, da wird man euch jetzt gleich nochmal zeigen, wie man diesen Hi-Fi-Modus aktiviert. Das könnte vielleicht spannend sein, auch so für ganz normale Meetings. Es gibt im Prinzip drei Optionen, wie man an Teams-Meetings teilnehmen kann, wenn das jetzt nicht ein Tool ist, was ihr jeden Tag nutzt. Es gibt die Web-Anwendung, also da nehmt ihr über den Browser teil. Es gibt die Desktop-Anwendung, da installiert man sich was auf dem Rechner. Gibt es auch für alle drei großen Plattformen, also Windows, Mac und Linux. Und es gibt die mobile Anwendung, also die App für Android und für iOS. Wir empfehlen euch für stationäre Teilnahme die Desktop-Anwendung zu verwenden, weil die nämlich jetzt zum Beispiel diesen Hi-Fi-Modus kann, während das im Web nicht geht. Und für die mobile Teilnahme eben die Teilnahme in der mobilen App. Jetzt kriege ich gerade ein Echo von irgendwoher. Wer könnte das sein? Hör nur ich das Echo? Okay, das ist ja komisch, wie geht das? Okay, gut, genau. Special Chat hatte ich schon gesagt. Es gibt eine Hilfe, die werden wir dann auch nochmal verteilen. Wer mag, kann da schon mal reinschauen. Die Folien teilen wir dann gleich noch. Und die Tipps hat man eigentlich schon mal gesagt, aber wir wollen nochmal darauf hinweisen für nächste Woche. Macht euch mal Gedanken mit dem, was ihr heute gehört habt. Und in den Vorträgen und in meinem am Anfang auch zur Audioqualität, was könnt ihr tun, um nächste Woche beim Barcamp eine möglichst gute Audioqualität zu haben? Ne? Also Mikro nah an Mund, ein Headset, wenn ihr draußen seid, insbesondere ne, schauen mit Wind, komme ich gleich nochmal drauf, ne? Wind, wenn in ein Mikrofon reinpfeift, das ist extrem anstrengend für die Gegenüber. Wie der Christian vorhin schön gesagt hat, Kopfhörer ist eigentlich Pflicht, also nie mit Lautsprechern im Raum arbeiten. Ne, das heißt zumindest mal so, was es so zum Smartphone gibt, diese kleinen Knöpfe, die man sich ins Ohr stecken kann, dass da eben keine Gefahr von Rückkopplung ist. Das Kabel ist immer besser als Bluetooth. Und wenn draußen tote Katze verwenden, da sage ich noch was dazu. Vielleicht habt ihr das in den Nachrichten schon mal gesehen, wenn jemand so von der Nordsee irgendwie ein Reporter an der Küste steht und da bläst der Wind, dann haben die auf ihrem Mikrofon vorne drauf so ein Puschel hier links in dem Screenshot sieht man das. Ne? Da ist so eine, wie so ein Fell, was man umgangssprachlich im Journalistenjargon eben tote Katze nennt, weil das halt einfach so ein Fellüberzug für ein Mikrofon ist. Und sowas. Entweder kann man sich selber basteln, im Notfall geht eine Bommel mit kleiner Wolle. Sowas gibt es aber eben auch für so Lavalier-Mikrofone. Gibt es irgendwie von 3 Euro bis 10 Euro oder so. Und wenn jetzt jemand so ein Headset-Mikrofon hat, wie ich es jetzt bei Jochen zum Beispiel sehe, mit so einer schmalen Mikrofonkapsel vorne dran, dann passen da eben diese Windschutze für die Lavalier-Mikrofone passen da auch drauf. No, und wenn ich mit so einem Schutz quasi draußen unterwegs bin, dann hört man sozusagen überhaupt kein Windgeräusch im Gegenüber. Das ist komplett weg, außer es stürmt so sehr. Aber dann seid ihr wahrscheinlich eh nicht draußen. So wollen wir nicht hoffen, dass nächste Woche so ein Sturm ist. Und natürlich rechts, tote Katze ist nur ein Spaß. Keiner sollte seiner Katze Leid antun, um sich vorzubereiten für unser Barcamp. Genau, in Teams. Jetzt auf der Tonspur schon erwähnt, wie gesagt, wenn ihr da auf die Links klickt und Teams jetzt nicht bei euch installiert habt, dann kommt ihr auf so ein Zwischenscreen, wo man quasi auswählen kann, ob man die Teams-App herunterladen kann oder eben die Web-App verwendet oder wenn man die Teams-App schon hat, es dann zu starten quasi. Wie gesagt, da eben die Empfehlung, die Desktop-App für stationär und die mobile App für mobil, steht auch hier nochmal drauf. Und dann habe ich jetzt hier noch den Tipp reingenommen für den Hi-Fi-Musikmodus. Ich weiß nicht, wer den schon entdeckt hat oder schon nutzt. Den gibt es jetzt seit irgendwas zwischen 4 und 6 Wochen, ist er bei uns zumindest aktiv. Man muss 2 Schritte gehen. Der erste Schritt ist, dass ihr in dem normalen Teams-Fenster, also jetzt nicht in der Videokonferenz, wo wir sind, sondern in dem Haupt-Teams-Fenster in die Einstellungen geht. Das geht über das Profilbild, das sind so 3 Punkte. Dann kommt man da in die Einstellungen und dort wählt man Geräte
aus und da gibt es eben unten neu diesen Hi-Fi-Music-Modus. Den muss man einmal einschalten. Ne? Normalerweise steht da dieser Hin- und Her-Schalter nach links und das ist weiß oder grau und den schaltet man nach rechts, dann ist er lila. Und dann kann man zusätzlich noch, standardmäßig ist das, was hier klein steht, was kann ich das hier vergrößern? Nee. Hier steht klein, Echo-Unterdrückung aktivieren, das ist standardmäßig eingeschaltet. Das ist eine Software-Echo-Unterdrückung. Wenn ihr jetzt so ein Headset habt, wie ich das habe, kann es bei euch gar kein Echo geben, ne, weil kein Ton vom Kopfhörer in euer Mikrofon reinkommen kann. Und dann könnt ihr da den Haken noch rausnehmen und dann ist die Echo-Unterdrückung abgeschaltet. Wie gesagt, das, was ihr jetzt hier seht, geht nur in der Desktop-App. Hier oben steht es auch nochmal. In der mobilen App nicht und in Web auch nicht. Wenn ihr den Modus generell aktiviert habt, das müsst ihr nur einmalig machen, ab dann ist er immer an. Müsst ihr in der laufenden Konferenz, seht ihr dann oben quasi so ein Notensymbol. Ich kann mal hier, Moment, ich nehme das mal hier aus dem, kann ich jetzt nicht zeigen. Dann seht ihr oben so ein kleines Notensymbol, eigentlich genauso wie es hier im Screenshot ist. Und da muss man dann einmal draufdrücken und dann hat es so einen lilanen Balken unten drunter und dann steht kurz da, der Hi-Fi-Audio-Modus ist aktiviert. Ja, und ab dann habt ihr quasi die 32 kHz Sampling-Rate und 128 Kilobit Bandbreite. Das ist das, was man in Teams tun kann, um die Audioqualität zu verbessern. Genau, und dann haben wir noch Spatial Chat als Dachterrasse. Doris, da würde ich dich kurz bitten, was zu erzählen. Ich mache das mal so ganz auf, was hier in der Folie drin steht. Da bist du die Expertin im Orga-Team. Ah ja, okay. Ah ja, schieß los. Nö, das geht. Du kannst im Prinzip mit zwei Endgeräten in die Besprechungen rein, das geht. Und du kannst auch eine laufende Besprechung, wenn du die Desktop-App hast, übertragen auf die andere. Das geht, ja. Okay, sehr gut. Jetzt Doris. Genau. Spatial Chat, ihr seht schon, wir sind hier auf der Dachterrasse von besagtem Hotel und haben hier bequeme Liegen und einen schönen kleinen Pool, in den ihr springen könnt virtuell. Und wenn ihr euch zu Spatial Chat anmeldet, dann habt ihr eine Auswahl, die heißt Guest Access. Den bitte anklicken. Ansonsten hat jetzt das Login-Verfahren bei Spatial Chat sich etwas verändert. Und es möchte dann gerne, dass ihr euch bei Spatial Chat selber mit der E-Mail registriert. Ihr müsst das aber nicht. Ja, also bitte daran denken, einfach per Guest reingehen und dann könnt ihr euer Profil ein bisschen ausfüllen, wie ihr wollt. Und ihr bekommt ein kleines Tutorial, normalerweise angezeigt. Manchmal nicht. Wenn nicht, dann findet ihr das da oben, wo ihr seht, Dachterrasse verlassen. Links daneben ist ein Fragezeichen. Und bei diesem Fragezeichen könnt ihr auch das Tutorial nochmal anschmeißen und euch zeigen lassen, genau. Und wenn du das mal aufmachst, das ist gar nicht so schlecht. Genau, dann seht ihr nämlich, wie ihr euch hier bewegt. Wer WonderMe kennt, kennt es schon. Du bewegst einfach deinen Avatar irgendwo anders hin, wo jemand ist und dann sprecht ihr miteinander. Es geht keine Kamera auf, das haben wir ja auf jeden Fall auch deaktiviert, das würde sonst auch nicht passieren. Klick bitte eins weiter, next slide please. Jawohl, mache ich. Genau, und damit kannst du dich halt auch nochmal irgendwo anders hin bewegen, wenn du sagst, ich möchte jetzt für mich sein und einfach nur auf der Liege mich ein Stückchen ausruhen und das nächste bitte. Also du kannst dann auch den ganzen Hintergrund verschieben. Genau, mit dem Mauspad kannst du halt so rein und raus gehen, mit dem Touchpad oder auch mit dem Mauswheel. Wenn du das nicht hast, dann gibt es unten rechts eine Prozentanzeige. Und wenn du da drauf klickst, dann kannst du mit Plus und Minus das Ganze größer und kleiner machen oder eben auch auf Vollbildschirm gehen. Dann geht der Chat und die Navigationsleiste weg. Da nicht erschrecken, wenn man das wieder haben will, einfach wieder draufklicken, dann ist man zurück. Und wenn ihr jetzt seht, hier ist jemand in der Liste, wenn ihr mal auf der Seite mal mehrere Menschen stehen, das ist so die Navigation, wer ist in diesem Raum, dann kannst du auch auf die Doris zum Beispiel klicken und zack sitzt der Simon jetzt neben mir auf der Liege. Ja. Also das ist nämlich auch ein nettes Feature, wenn man halt sagt, ach, der, wo ist die denn jetzt hier im Raum, da kannst du dich halt gleich dahin beamen lassen oder wir Moderation haben hier so ein nettes gelbes Badge. Und wenn du Hilfe brauchst, dann kannst du dich eben auch zu uns dann direkt hinbeamen und mit uns darüber sprechen, was gerade nicht funktioniert.
Unten links habe ich noch die Hilfe eingebaut. Wenn du das da gerade mal hinzoomst, genau da, wo das Hi ist, da ist auch der Link mit der Beschreibung, wie das in Special Chat funktioniert. Das habt ihr hier eben auch schon für die anderen Sachen gesehen, für MS Teams und für das Audio-Thema an sich. Und hier gibt es auch eine längere Beschreibung, wie das bei Special Chat funktioniert. Das könnt ihr auch im Vorfeld schon mal durchlesen oder eben auch, wenn ihr zwischendurch mal meint, ach, ich muss da noch mal was nachgucken, dann springt ihr einfach hier rein. Das kriegt ihr auch mit der Infomail Anfang nächster Woche nochmal geschickt, den Link. Und da sind jetzt zum Beispiel auch die Folien, die ich vorhin gezeigt habe, die diese Erklärung beinhalten. Und da tun wir auch die Aufzeichnungen hier oben noch verlinken, ne, falls ihr die brauchen solltet. Jetzt heilt es aber wahrscheinlich, weil du da drüben auch noch sprichst. Achso, warte mal, ja, Moment. Gehe jetzt hier mal raus. Achso, weil du mich hörst, so zack. So, So, ja, jetzt ist genau. besser. Hat aber nicht gehört. Genau, dann springen wir einfach wieder zu den Folien zurück, weil ich weiß nicht, was du da noch markiert hast, was wir hier wissen können sollen wollten. Genau, sehr Das war schön an der Seite seht ihr noch den Umschaltbutton zwischen Navigation, das sind die Menschis, also dass ihr seht, wer ist im Raum, das ist immer die Navigation. Und der Chat ist die Bubble, also die zwei Sprechblasen, das ist auch sehr verständlich. Den Zoom haben wir angesprochen. Und ansonsten haben wir auch alles angesprochen, was hier ist, außer, ah ja, genau, Mikrofoneinstellung, wenn ihr mal zwischendurch merkt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber du gehst von MS Teams in eine andere Anwendung, die auch das Mikrofon haben will, dann entscheidet das System manchmal, dass es ein ganz anderes Mikrofon nimmt. Also wenn du ein bestimmtes Mikrofon verwenden willst, wie ich hier zum Beispiel meins, dann empfiehlt es sich einfach nochmal auf das oben die Einstellrädchen zu klicken und das richtige Mikrofon auszuwählen. Genau, wenn ihr reingeht in den Link, den posten wir auch gleich in den Chat, beim Zugang einfach Gast auswählen oder Guest, ne, das ist so ein bisschen unten drunter versteckt. Und ich empfehle immer, wenn man so verschiedene Tools verwendet im Rahmen einer Veranstaltung, das so ähnlich zu machen wie bei einer Präsenzveranstaltung, ne? Da geht man ja auch aus einem Raum raus und in den anderen rein. Man kommt ab und zu in Schwierigkeiten, wenn man so in Teams noch in die Konferenz eingewählt ist und dann aber parallel schon in den Dachgarten reingeht, ne? Weil, wie die Doris sagt, entweder wird dann irgendein komisches Mikrofon ausgewählt oder ich kriege Rückkopplungen und da muss man erst mal gucken, woran das denn liegt, ne? Also im Prinzip würde ich vorschlagen, so versuche ich das auch immer zu machen, wenn jetzt die Session zu Ende ist, Teams-Besprechung zu beenden, da rauszugehen und dann in den Dachgarten reinzugehen, dass man da eben gar nicht Gefahr läuft, dass es da Probleme gibt. Genau, und ihr habt ja als das Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte diese Pre-Talk-Seite, wo das ganze Programm ist. Und von dem springt ihr dann eben auch wieder in das MS Teams rein. Und wenn wir live gehen mit dem Event, dann werdet ihr hier auch auf der Oberfläche, so wie ihr das eben gesehen habt, mit dem Hinweis auf die Hilfe, so wird es auch den Hinweis auf die Programmseite geben. Genau. Genau, das ist eigentlich so von dem, was wir euch erzählen wollen, jetzt erstmal alles. Wir haben jetzt dann einfach freie Zeit zum Testen. Ich würde nochmal die Runde öffnen für Fragen. Ich sehe, der Michael hat die Hand schon gehoben. Das heißt, da könnten wir alles, was wir jetzt noch beantworten können, noch beantworten und dann könnt ihr eben das Special Chat auch mal ausprobieren. Michael, schieß los. Einen wunderschönen wünsche ich euch. Ich habe alles Grüß dich. mit Hochinteresse vorgenommen, habe parallel versucht, mal in das Programm reinzuschauen. Gibt es eigentlich eine Liste mit den Vorschlägen, die für das Barcamp schon eingereicht sind? Es wird eine Vorabversion vom Programm Freitagnachmittag geben. Wir haben gesagt, wir rufen jetzt heute nochmal dazu auf. Jeder, der jetzt noch einreichen will, vorab, kann das noch machen. Und wir setzen uns im Orga-Team, wir haben morgen Vormittag Treffen hin, schauen uns die Einreichungen durch und machen daraus quasi ein Programm, was eine Version enthält mit allen Sachen, die eingereicht sind. Ach Wenn so, ich es, dachte ja, weil ich wollte nämlich auch noch einen Vortrag einreichen. Ich wollte jetzt bloß nicht was einreichen, was irgendwie schon drei oder viermal Du vorher kannst mir, wenn du besprochen wurde. magst, schick mir kurz eine Mail oder irgendwie Twitter-DM oder so und sag ein paar Stichworte, was du machen willst, dann kann ich dir das zurückgeben, ob da was dabei ist, was sich doppelt. Alles klar. Gut, merci. Sehr gut. Genau, hat sonst noch jemand Fragen, die wir jetzt hier in Teams noch beantworten könnten? Ich finde immer, es ist auch super, wenn eine Session vielleicht doppelt eingereicht wird oder vielleicht einen anderen Aspekt hat. Es gibt eigentlich nie wirklich die gleiche Message, die man Das in einer stimmt. Session einreicht. Und macht es deswegen, auch wenn vielleicht das Thema ähnlich schon ist, weil es ist ja auch immer super cool, wenn wir dann in einem Barcamp merken, dass wir zu einem Thema vielleicht zwei Menschen zusammenbringen können, die das Ganze nochmal in einer ganz anderen Form mit den Leuten besprechen können. Ja, sehr gut.
Okay, dann sehe ich, glaube ich, Moment, die eine Hand, ist die noch von Michael? Nee, vom Ich habe Hans. Der noch eine Hans hat noch kleine gewartet. Ja. technische Frage. Ich habe versucht, im Spatial Chat mein Profilbild einzubringen und selbst ein 64-Kilobit-Bild sagt er mir immer, es wäre zu groß. Und bin ich da zu dumm oder soll ich einfach noch mal ein bisschen probieren? Ich kann jedenfalls kein Bild hochladen. Ja, was sie auch noch irgendwo klein erzählen, ist, dass es 1024 mal 1024 sein muss. Ich bin über das Thema auch gestolpert. Ich habe einfach immer kleiner, kleiner, kleiner gerechnet. Aber lustigerweise war ich bei 1600 oder irgendwas, ne? Also da mal drauf gucken. Das kann Alles genau klar. daran liegen. 1024 mal 1024 ist eine neue Vorgabe. Alles klar, danke. Haben wir das in der Hilfe stehen oder müssen wir noch ergänzen? Das kann sein, dass das mir erst aufgefallen ist später, dass ich das Ja, ergänzen muss. können wir nochmal schauen und können wir Ja, sonst schreiben wir es sorry. noch dazu. Ja, das waren so die letzten Versionsänderungen. Perfekt. Gut, dann habt ihr jetzt den Link zu Spatial Chat im Chat. Ich würde euch ermuntern, den euch da raus zu kopieren. Und dann würden wir die Teams-Konferenz schließen. Falls ihr schon zu sein sollte und ihr wollt noch rein, ihr habt ja auch in der Infomail, die heute früh verschickt worden ist. Also das ist der gleiche Link. Und dann sehen wir uns gleich auf der Dachterrasse zum Testen. Falls noch irgendwie Fragen aufkommen, meldet euch einfach bei uns in den Infomails, war ein Chatkanal benannt oder schreibt uns auf irgendeinem anderen Kanal an, ne, bei allen Problemen, die wir noch abfangen können vor nächster Woche. Dann sehen wir uns gleich im Dachgarten und nächste Woche dann zum Barcamp. Bis dann.